Wegen schlechter Wetterverhältnisse verschiebt die NASA den Flug zur internationalen Raumstation ISS. Die Mission sei nun für kommenden Mittwoch geplant, teilt die NASA mit. Eigentlich sollten morgen erstmals seit 3 Jahren mit Matthias Maurer wieder ein deutscher Astronaut ins All fliegen. Gemeinsam mit 3 weiteren Astronauten soll der 51-jährige Saarländer vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida aus zur internationalen Raumstation ISS starten.